Und damit seid grüßt, meine lieben Zwerge-Gnome Hobbits und Engländer Gnome zu einem neuen Part. Kirby Planet Robobots. Ich habe es immer noch nicht ganz drin, den Titel. Ja, irgendwann habe ich es drin. So. Zwei Orte der Ort Nunk und betreten Welt 1, Level 1 und haben hier wieder drei Robo-Blocks vor uns, die wir bekommen müssen. Und ja, mal sehen, ob wir es hinkriegen. Bisher nicht unbedingt eine Garantie, aber auf geht's! Wir holen sie uns notfalls später nochmal. Das sieht hier ziemlich spannend aus. Oh, ich habe grün. Eine Metropole in der Stadt. Schön bei grün gehen und bei rot stehen. Nicht bei rot gehen, weil sonst wirst du schnell überfahren. Wir können es mal ausprobieren, aber ja. Ha, kann ich das Auto eigentlich besiegen? Oder kann ich das nicht? Okay, Jet habe ich. Nice. Huh, ich hab grün. Du darfst mich nicht überfahren. Ich glaube bei rot. Haha. Ja, ja, nice. Das passiert. Okay. Das könnte tragisch werden. Wenn das öfters passiert. Naja, könnte nicht tragisch werden. Nö. Ich verliere nur meine Sache. Mein Jet verliere ich. Wenn ich schnell hier rüber rase, dürfte doch nichts passieren, oder? Kann ich die Verkehrsregeln missachten und trotzdem weiterkommen. Oha, was ist das für eine Riesenkatze? Uha! Ein nice Level. Wird hier immer kreativer. Bam! Huh, nicht runterfallen, Kirby. Okay, wie komme ich da hoch? Ich muss ja irgendwie hochspringen. Huha, huha, war ein Sprung. Ich glaube, ich muss mal meine Sache ablegen hier. Weil dann kann ich hier das hier machen. Und so über die Häuser fliegen. Über die Häuserdächer. Okay, eine Bauarbeiterfähigkeit gibt es nicht. Schade. Entsaugen. Okay, seine Fähigkeit gibt es aber. Bam. Huha. Da ja nicht runterfallen. Hilfe. Nein. Ich brauche diese Fähigkeit gerade gar nicht. Kann die gerade gar nicht gebrauchen. Weil übers Dächer schweben. Und das ist gerade eher schlecht. Fuß übers Dächer schweben ist das sehr schlecht. Da brauche ich eher diese Fähigkeit hier. Die normale Fähigkeit. Und wieso ist Kirby fast schon besiegt? Na, das kann ich auch gut gebrauchen. Den Fallschirm hier. Yay! Okay, die Platten werde ich dann damit sozusagen nicht betreten, aber was soll's. Und die nächste Tür betreten. Okay, hier auf die Platten drauf. Und den Robobot benutzen. Wollte ich gerade sagen, da stieg ich wieder raus. Okay, die hüpfen man gleich mit dem. Ja, der kann nicht so hoch fliegen, aber der kann ein bisschen hüpfen. Bah. Ich nusche hier schon die ganze Zeit, weil ich ein bisschen Nuss zwischen den Zähnen haben. Habe. Bah, versprechen tue ich mich auch schon. Nice. Okay, da drüben ist ein Schatz, eine Schatztruhe. Das heißt, wir sollten auf den Schalter nicht draufbringen. Da ist eventuell ein Roboblock drin. Den könnten wir gebrauchen. Und wir kommen bestimmt gleich rüber. Das passiert bestimmt. Und zwar mit diesem Stern hier. Genau. Da können wir gewiss dort irgendwie rein. Hier durch und dadurch den besiegen hier, dann hier noch mal runter in die Gebäude und da müsste doch letztendlich die Schatztruhe sein hier. Oha, hätten wir doch drauf springen müssen. So viel dazu. Heute mal andersrum,
draufspringen. Es gab schon mal eine Quest. Ach ja, die habe ich gar nicht gezeigt. Muss ich wohl nochmal zeigen. Im ersten Level gab es einen Roboblock. Das habe ich offscreen gemacht. Mist. Habe ich jetzt verwechselt. Da habe ich offscreen ein bisschen Roboblocks gesucht. Den Roboblock, die kann man bekommen, wenn man... Warum kann ich hier durch? Ja, kann ich. Nice. Jetzt muss noch den Schalter hier betätigen. Wenn man die Box nicht entfernt, dann kann man das bekommen. Wo war der Hebel? Wo war der Knopf, wo ich drauf musste? Hier nicht. Das war wohl ein bisschen höher. Müssen wir wohl ein bisschen... Ah, er hat einen Fallschirm. Ja, würde ihn nichts nutzen, wenn ich ihn hier attackiere. Wieso brenne ich? Was ist ein Brennendingens oder was? Okay, da wurde ich wieder geheilt. Da ist der Knopf, den ich betätigen muss. Nice. Und da ist die Dingens, die Sache unten. So, Knogger greift an. Ist natürlich kein Knogger, wir sind hier nicht in Pokémon, sondern Kirby. Ist irgendwie so ein Knochengeist. Vielleicht können wir den auch mal scannen und seine Fähigkeit erhalten. Dann sind wir Knochen-Kirby. Also hindurch. Dann nochmal hier ins Links. Darunter. Darunter, sagte ich. So, dadurch. Und dann sind wir fast auch wieder da. Schatztruhe. Tatsache, da ist ein Roboblock. Der zweite. Was? Wo war der erste? Wo habe ich den ersten übersehen? Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr ihn gesehen habt. Das wäre sehr hilfreich. Joa. Ich übersehe die immer gerne. Im zweiten Anlauf ist es dann immer wieder besser und dann kriege ich es dann hin. Dann kriege ich es dann doch wieder. Oh, Bomben. Bomben, Bomben, Bomben. Ein Zirkus-Dumptür oder was? Seit wann werfen Zirkus Leute mit Bomben um sich? Ach, egal. Und das ist der Jet hier. Okay. Bomben. Bomben und Jet, Kirby. Oh, hier wieder die Straßen. Puh, werfen, bevor sie explodieren. Was passiert hier? Teleporter Link. Ein Schmetterling, der sich teleportieren kann. Oha, da helfen meine Bomben wohl relativ wenig. Sein, ich kann die irgendwie auf ihn drauf schießen. Ich will sie trotzdem behalten, die Fähigkeit. Versuch's mal auf sie. Ach so, kann ich natürlich nicht, wenn ich unten bin. Ha! Fliegt dorthin. Fliegt dorthin, wo es explodiert. Ich glaube, das bringt relativ wenig. Das bringt mir herzlich wenig, diese Attacke zu haben. Huha! Kirby ist fast besiegt. Huha! Eine Minute, 37 Sekunden später. Hätte ich eigentlich wissen müssen, dass sowas kommt. Weil hier mir was geschenkt wird, das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass ein Gegner kommt. Und hier wird mir auch noch mal Heilung geschenkt, also ist eigentlich klare Anzeichen, dass jetzt hier ein Gegner kommt. Ein Boss. Ein Endboss. Können wir ihn so angreifen? Ich fürchte nein, er kommt nämlich niemals zu uns runter. Das heißt, eigentlich ist alle Fähigkeit hier schlecht. Einschlucken. Einschlucken. Nicht treffen lassen, einschlucken. Kann ich mich dann von ihm... Kann ich ihn dann attackieren oder so? Ja, wenn er hier vorbeifährt, das kann ich machen. Mist. Mich ansonsten nicht treffen lassen? Okay, ja. Jetzt habe ich es bemerkt. Jetzt soll ich mich doch treffen lassen. Kacke. So. Teleporter-Link. So, aufheben, aufheben, aufheben. Das fährt er eventuell gleich vorbei. Sofort getroffen. Und wenn er unten ist, kann ich angreifen. Jetzt! Ah, nicht getroffen. Einsaugen! Einsaugen, sagte ich. Und wie besiege ich den denn? Wie besiege ich den? Ich weiß, wenn er unten ist, aber wann kommt der runter? Jetzt! Ah, Mist, verpasst. Ich muss so ordentlich treffen, wenn der mal runterkommt. Kommt so selten runter. Jetzt habe ich alle drei angesaugt. Zack. Oh, das hat ordentlich gesessen. Zack. Ich treffe dich. Nein, ich treffe dich nicht. Mist. Oh, das ist schon ein bisschen schwieriger.
Schwierige Graz. Oha, jetzt habe ich wieder ausgesprochen. Scheiße. Mist. Komm runter. Komm runter. Runter, Teleporter, Link. Nein. Hab's verkackt. Hier in der Mitte kommt einer. Ja, nice. Aus dem Weg. Und wann kommt er runter? Komm runter zu mir. Ach Mann, zu früh. Vergeigt. Aber ich krieg das doch hin. Das wird doch machbar sein. Alle drei geschluckt. Ha, zack. Mach dich alle. Oder du machst mich alle. Was hat zuerst passiert? Komm runter. Komm runter. Uha. Nein. Da ist er unten. Nein. Ah, versaut. Versaubeutelt. Jetzt hat er mich. Komm, das schaffen wir. Das schaffen wir. Schluck sie alle. Komm runter. Komm runter, mein Freund. Komm runter, Freundchen. Komm runter. Komm auf den Boden. Oha, er hat scheinbar nicht vor, auf den Boden zu kommen. Er möchte weiter schweben. Na, kommt er noch irgendwann? Jetzt wäre er auf dem Boden gewesen. Jetzt hätte ich ultimativ schaffen können. Ha, jetzt, komm, zack, besiegt, nice. Na komm, der wird doch wohl nicht wieder aufstehen. Geschafft, können wir weiter oder was? Nice. Haben wir ihn überwältigt. Okay. Und damit kann ich das überschlucken. Was ist das für ein Wort? Uha! Und da wurde ich überfahren. Ich wollte hier drauf. Wow. Und was hat da gerade explodiert? Ja, da ist nicht viel explodiert. Wahrscheinlich hätte ich die Autos zerbombt. Und wenn da welche gewesen wären. Okay, der Anzug bringt mir nichts. Von dem. Okay, ist das Level bald vorbei. Ich will noch einige Level schaffen. Hier, oha, fast überfahren. Hier gibt es ja keine Ampeln. Oha, die fahren auch hier so chaotisch, dass sie gleich jemanden überfahren. Kann man nicht ein bisschen aufmerksamer im Straßenverkehr sein und ein bisschen mehr Achtung den Leuten schenken. Okay, das kann ich nicht steuern, weil ich kein Gerät habe, weil ich keinen Anzug habe. Finde ich den hier irgendwo, deshalb laufe ich gerade zurück. Guck gerade, scheinbar nicht. Okay, Kirby ist wieder fast besiegt. Schrauben kann ich wirklich nur mit Anzug, oder? Dann muss der wohl weiter hinter sein. Ha! Kann ich dich verschlucken? Das war nice. Ich verschluck dich. Zack, Fähigkeit. Jetzt bin ich Psycho. Okay, ja. Wusste ich schon, ist nichts Neues. Ist nichts Neues. Und wusstet ihr wahrscheinlich schon, dass ich ein bisschen Psycho bin. Ja, ich bin Psycho. Ja. Genau so. Verschlucken. Ich will wieder Psycho sein. Hä, wieso ist er Psycho? Ach so, deshalb. In seiner Energie. Wo kriege ich die Batterie her? Wo kriege ich die her? Ist die irgendwo versteckt? Ist die irgendwo in geheimer Zone versteckt? Seltsam, ich habe keinen Anzug, ich habe keine Batterie. Woher kommt das? Wie kann das sein? Ah, das ist die Batterie. Plus war ich da leider schon Game Over. Dann versuchen wir es halt nochmal. Volle Pulle. Das wird doch hier wohl nicht zu schwer werden für mich. In Welt 2 von 6, wie ich gehört habe. Es soll mindestens 6 Welten geben. Ich bin wieder der Psycho-Kirby. Hopp. Dich zerstöre ich. Batterie. Okay, was mit dem Anzug ist, weiß ich nicht. Vielleicht kriegen wir den später und müssen zurücklaufen. Puh. Das hat ihn ordentlich getroffen, den Psycho-Kirby. Ha! Gib mir zurück. Gib mir. Gib mir meine Fähigkeit. Meine Psycho-Fähigkeit. Schnell über die Straße. Na, schnell über die Straße. Fast wieder überfahren worden. Die fahren ja auch sofort gleich wieder los. Oh nein, jetzt habe ich meine Batterie verloren. Das geht doch gar nicht. Ha, ich kann mich teleportieren. Das geht auch. Uah! Ach, Mann. Gib mir meine Batterie wieder. Wo habe ich denn die verloren?
Das geht doch heute hier gar nicht. Ist die jetzt hier wieder? Ja, die ist hier noch. Gib mir meine scheiß Batterie. Komm, hier weiter. Nicht überfahren lassen. Dann haben wir die Batterie wieder weg. Über die roten Ampeln. Ja, ganz. Ganz fein über die roten Ampeln laufen. Ach, Mann. Die endlich mal eingesetzt hier. Sternchen. Ein Sternchen-Tor. Ach, da blinkt meine Batterie. Meine Energieanzeige. Okay, muss da sehr schnell runter oder was? Muss ich mich da timen? Boah, scheinbar schon. Da komme ich so ohne weiteres nicht durch. Wenn ich mich nicht beeile. Huha, huha. Muss ich wohl gut springen können. Huha, huha, das war wieder zu langsam. Wahrscheinlich den Jet dafür. Uha, ich bin fast erledigt. Schlug ihn runter. Das sieht nice aus. Huha. So, jetzt bin ich wieder Feuer. Ich bin ganz Feuer und Flamme von diesem Spiel. Mittlerweile tatsächlich fast. So. Hier drüber schweben, dann kann man auch nicht überfahren werden. Kriegen wir jetzt hier irgendwo noch den Mega-Dingens, die Feuer-Dingens brauche ich gar nicht. Ich bräuchte so ein Jetski-Dingens. Vielleicht kann ich die mir irgendwo abschnappen. Und dadurch irgendwie daran kommen. Oder er hier, vielleicht kann der mir auch irgendwas helfen. Kannst du mir helfen? Wahrscheinlich nicht. Kriege ich einen Jet-Fuzzi? Irgendwo ein Jet-Fuzzi, ich brauche euch. Ich renne mal hier ein bisschen zurück, obwohl Rennen ist das eher weniger. Obwohl, teleportieren kann man sich doch mit dem hier, oder? Wie war denn das, wer der sich teleportiert? Wie teleportierte der sich denn? Ihr habt es doch gesehen. Wie macht man das? Wie habe ich das gemacht? Ich kann nur das hier steuern. Es ist nicht wirklich teleportieren, aber ja. Vielleicht finde ich es ja noch heraus und kann es einsetzen. Wir sind noch im ersten Level, oder? Das ist kritisch. Ein bisschen weiter soll ich dann schon noch kommen in diesem Level. Und das zweite soll ich dann auch noch schaffen. Hier vielleicht machen. Wenn ich darauf stehen bleibe, kann ich mich vielleicht dahin teleportieren. Kann ich das? Nein. Die Energie brauche ich vielleicht noch. Gibt es da eine Lösung für? X ist abwerfen. Y ist Kontrolle. Ein Jetski wäre, glaube ich, das Beste. Nee, kann er nicht. Er kann sich scheinbar nicht dran teleportieren. Sieht zwar so aus, aber kann er das? Das wäre nice. Schaffst du das, Kirby? Schaffst du es? Schaffst du es? Komm, teleportier dich. Komm, schaffst das. Komm, 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 komm. Hast du die Fähigkeit? Nö, nicht wirklich. Das ist nur ein Angriff. Lass mal versuchen in einem anderen Part, wenn ich dann schon ein bisschen klüger geworden bin und mich vielleicht informiert habe in anderen Let's Plays. Habe ich nicht gesagt, das mache ich alles, Blinds mache ich alles von selbst. Blocks, die mache ich alle Blinds. Bonusspiel! Drücke A. Und zwar genau jetzt nicht. Naja, das ist noch ein bisschen zu früh. Aber die drei habe ich geschafft. Gerade so. Fast abgestürzt. Na, der Psycho-Kirby.
erhält ein bisschen Bonus. Und ein Sticker. Kirby-Wappen. Hatten wir das nicht schon mal? Ein Waddle-Dee-Ball. Na denn, können wir uns mal endlich an Level 2 wagen. Ich verspreche mich ja am laufenden Bande. Ah ja, die Roboblocks holen wir uns dann irgendwann noch später. Endboss, wenn wir sie dann benötigen, holen wir uns sie nochmal ab. In ein paar extra Parts. In ein, zwei extra Parts können wir sie dann nochmal aktivieren. Okay, der hat keine Fähigkeit. Hat der eine Fähigkeit? Kann ich den einsaugen? Okay, den kann ich einsaugen, aber der hat keine Fähigkeit. Das ist doch wieder Doktor, oder? Dr. Kirby ist wieder back. Back am Stissel. So, da habe ich wieder Energie. Und durch Nahrung. Ist schon nicht ganz falsch, dass man Energie durch Nahrung kriegt. Vielleicht nicht durch diese, aber man bekommt sie. Und wieder ein Boss. Den habe ich doch vermisst. Na, den nicht. Den habe ich noch nie gesehen, aber... Ha! Friss meine Pillen. Invasorenpanzer. Den habe ich schneller besiegt, als er Invasorenpanzer sagen kann. Den habe ich schneller besiegt, als er okkupiert sagen kann. Naja doch, das dauert noch ein bisschen schneller, langsam, länger, aber... Ha! Ich bin auch fast besiegt. Oha, da haben wir ihn besiegt, gerade so. Ich war auch sehr schwach. Los, rein da, Doktor. Und da habe ich meinen Panzer wieder. So, Aktion drehen. Jetzt kann ich nun endlich wieder nicht nach oben drehen, nach unten drehen. Bart, was brauche ich? Eine Keule. Eine Hühnerkeule scheint es gewesen zu sein. Huha, huha, huha. Dicken Monster hier, die besiege ich auch noch. Eingescannt. Oha, Jet. Das ist aber was Neues. Geflogen. Okay. Komm schon, das ist hier ein bisschen geschummelt, oder? Ein bisschen Cheat. Hab ich hier das meiste übersprungen, oder was? Und hier alles wegballern. Was reift der mich an, der Waddle-Dee-Assistent? Ach, gibt's doch nicht. Und hier über die Straßen. Scheint hier wohl alles an Straßenlevel zu sein, oder was? Die Bomber, die kriegen mich nicht. Und auch die Autos können mich nicht mehr überfahren. So sieht's aus. Das ist ziemlich OP, dieses Jet-Kostüm. Ein bisschen ungerecht gegenüber den Gegnern. Oh, aber was soll's? Habe ich das Level halt schneller geschafft. Krieg's halt besser hin. Und ein Sticker. Den haben wir auch noch abgesahnt. Roboblock. Nice. Und wieder hoch. Bevor mich jemand erwischt. Das war sogar der erste Roboblock. Vielleicht erhalten wir sie diesmal. Wenn wir uns nicht mehr auf andere Sachen konzentrieren müssen. Dann doch auf unsere Gesundheit vielleicht. Die stetig abnimmt. Hier um den Block rumgeschwebt. Oder was? Nein, in die andere Richtung. In die andere Dimension. Nach hinten im Raum. So, hier irgendwo der zweite Roboblock. Den würde ich gerne... Oha, über den Dächern der Stadt. Gab es da nicht mal einen Song über den Dächern der Stadt? Irgendwie so ähnlich. Roboblock? Nein, nicht hier. Obwohl ich fürchte, da würde ich ohne Jet jetzt nicht hinkommen. Da würde ich irgendwas anderes machen, oder wie? Dann würde ich da was anderes machen. One Up! Nice, die findet man auch noch. Ein Sticker, den sammle ich natürlich ein. Und dann komme ich durch. Ich glaube, das ist auch ein bisschen vorgesehen, dass wir mit dem Jet hier durchfliegen. Ich glaube, das geht so. Das kann man machen. Kann ich mich umdrehen? Nicht. Ja, Sticker. Habe ich den Sticker jetzt bekommen oder nicht? Ich will zu dem Roboblock. Roboblock 2. Nice. Kriegen wir diesmal doch alle. Und den einen haben wir im letzten Part nicht bekommen, weil wir nicht wussten, wie. Ich hole das alles nach, versprochen. Muss ich ja irgendwie, um den Endboss zu kriegen. Und da ist das ja ansatzweise 100% spielen will. Alle Roboblocks Level 2 gekriegt. Nice. Kürzer war, dann war es auch nicht so falsch, dass wir im letzten Level ein bisschen mehr gehangen haben. So. Passiert jetzt hier noch ein großartiger Bossgegner, oder? Was? Ja, klar. Großer Bossgegner. Und ich feuere mit meinem Jet ein bisschen was ab.
Okay, so viel kann ich mit dem Jets dann doch nicht anfangen. Darf mich halt nicht treffen lassen. Das mache ich aber sehr gut. Nicht treffen lassen. Okay, ich ziehe auch was ab, aber nicht sehr viel. Ihr seht, das zieht nur sehr wenig ab. Komm schon, die kriegen wir. Jets Battle hier. In den Ngor-Basis. Inquisitor oder was auch immer. Oha, die Strahlen sollen mich nicht treffen. Nein. Das könnte schlecht ausgehen für mich. Oha, ja. Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, schlecht. Komm, besiegen wir ihn. Der ist schon mehr als die Hälfte. Aber ich leider auch mehr als die Hälfte besiegt. Ich darf mich einfach nicht mehr treffen lassen. Das tue ich leider sehr oft. Versuch mein Bestes. Oh, jetzt der unten dort. Den muss ich noch besiegen oder was? Huhaha, dich kriege ich auch noch. Komm, 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 komm. Uah, nicht treffen lassen. Sachte. Huh, sachte, sagte ich. Sachte. Komm, den haben wir auch bald. Den haben wir auch. Den haben wir auch. Ja, nice. Wieder mal geschafft, einen Bossgegner zu besiegen. Die ganze Apparatur zerstört. Joa. Nice. Den Jets, den mag ich dann doch. Oh, haben wir ihn geschrottet. Schade. Kann ich nicht wieder zurück. Oh, das war wohl so vorgesehen. So, Kirby-Roboter, Kirby-Doktor ist wieder zurück. Und das Ende des Levels. Nice. Ja, so, jetzt noch das Bonus-Spezial machen. Attacke. So. Feuerio. Na, Feuerio ist anders. Da müsste schon brennen für Feuerio. Feuer meinte ich. Level 3. Du erhältst den Sticker Zahnrad König DDD. Du erhältst den Sticker Logo Knight. Und du erhältst den seltenen Sticker Plüsch. Knullen den Sticker. Joa, gut. Das habe ich glaube ich zu 100% geschafft. Das nicht. Naja, was soll's. Ich würde mal sagen, Welt 2, Orte der Ordnung, Level 3. Darauf könnt ihr euch im nächsten Part freuen. Ein Däumchen nach oben sollte euch dieser Part irgendwie gefallen haben. Ein Däumchen nach unten sollte euch dieser Part irgendwie nicht gefallen haben. Lasst einen kleinen Kommentar unter meinem Video da. Ein bisschen erörtern, warum es einem gefallen oder halt nicht gefallen hat. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfest verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut drin. Bis zum nächsten Video. Das nächste Video wird besser, da bin ich wieder ein bisschen bei mir und haspele nicht so herum. Und ja, sehen wir uns wieder. Bis dann. Ciao, ciao.